Hallihallo, liebe Bierliebenden. Stay golden, first things first. Ein schönes, blondes, gelbes, kühles Pilz. Aber ich schweife ab. Ich habe euch ja beim letzten und einzigen Bier-Tasting, was ich hier je veranstaltet habe, gesagt, dass ich mir noch was Schönes bestellt habe, was auch zum Thema Bier gehört. Und das steht jetzt schon in seiner bescheidenen braunen Kiste seit Sonntag oder seit Samstag hier rum. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, es mit euch zusammen auszupacken. Zuerst brauchen wir mal die Kiste. Dann das Till-Gedächtnismesser. Und heraus kommt eine weitere Kiste. Wer hätte das gedacht? Und zwar das UKAG Go. So, das machen wir jetzt mal zusammen auf hier. Da gibt es ein paar Aufkleber, Coupons und Pappe. Und der Hauptdarsteller. Und zwar haben sich bei uns hier im wunderschönen Hudson Valley in den letzten Jahren viele kleine Microbreweries angesiedelt, die kleine Taprooms haben, also die Ausschankräume. Und die verkaufen auch ein bisschen Futter, aber in erster Linie natürlich ihr eigenes Bier. Und um sich das nach Hause zu holen, macht man das wie ganz früher zu Großvaters Zeiten. Man geht nämlich in den Taproom, in die Kneipe rein und nimmt sich von da das frisch abgezapfte Bier mit. Und das kann man entweder mit so Glaskrügen machen, die da auch verkaufen, wovon ich den ganzen Keller schon voll habe. Aber diese Glaskrüge, die, ja, es sind halt große Bierflaschen. Und das Ding hier, das UKAG Go, da gibt es auch noch ein paar andere edlere Versionen von, das hält zum einen das Bier schön kühl, wenn es frisch aus dem Zapfhahn kommt. Das ist also wie so eine Thermoskanne, um mal ein paar Markennamen in den Raum zu werfen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie es sein kann, dass so eine Thermoskanne Kaffee heiß halten kann und ein Kaltgetränk kalt halten kann? Komisch, funktioniert denn sowas? Könnt ihr mir mal erklären bei Gelegenheiten unten in den Dingern. So, ja, kommt mal ein bisschen näher. Jetzt gucken wir uns das Gerät mal etwas genauer an. Also wie gesagt, hier vorne, da ist der Zapfhahn, das ist die Verschlussstellung. Das Ding heißt nicht ohne Grund UKAG Go, das ist eigentlich für unterwegs gedacht. Also wenn die Wald- und Wanderflock-Saison wieder beginnt, kann ich hier drin mein Kaltgetränk, natürlich auch anderes außer Bier, transportieren und mit mir mitnehmen. So, also so ist er gesperrt und gesichert, der kleine Hahn. So ist er im betriebsfertigen Zustand und wenn ich so drücke, dann kommt da im Idealfall halt Bier oder irgendwas anderes raus. So, und hier oben drauf ist ein Deckel. Juhu, soweit so ungewöhnlich. Und in diesen Deckel rein kommt bei jeder Befüllung hier so ein kleines Kohlensäurepatrönchen. Die kennt ihr ja auch von eurem Sahnespender zu Hause. Ich mach's einfach hier auf. Und dann kommt die hier rein und wird zugehört. Ich drehe das jetzt mal nicht zu, weil wie gesagt, das macht man da, wenn frisches Bier drin ist. So, dann mit dem Kohlensäure-Dingen drin. Und hier ist das frisch gezapfte Bier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sieht man nichts, doch da sieht man es ein bisschen. Da geht die Zapfleitung runter vom Hahn bis an den Boden, damit also auch die Restentleerung hier gewährleistet ist bei dem Gerät. So, Bier ist drin. Lecker Stopfen kommt drauf. So, und noch ist die Patrone nicht angeknackt, also angezapft. Hier oben gibt es auch nochmal so einen silbernen Drehdings drauf. Ihr seht hier, der steht noch auf 0. Und den drehe ich auf 1. Oder auf 2, je nachdem welche Stärke an Kohlensäure ich brauche. Und ab jetzt ist das ganze Ding zapfbereit. So, ja. UKAG Go von, wo kommt das her? Aus Portland, Oregon, also von der Westküste. Das Ding wird von der Firma Crowler Werks
vertrieben. Die gibt es auch noch in Fancy, wie gesagt. Also es gibt noch einen 64-Ounzen Tank, der hat ja noch so eine kleine Uhr dran und die Armatur, das Rohr, was hier innen drin liegt, liegt da außen drauf. Der ist aber auch direkt $40 teurer. Und da gibt es auch einen großen für Familien, der fast 128 Unzen. Das wäre dann eine Gallone, also ungefähr 4 Liter. 64 Ounzen, so ein bisschen weniger als 2 Liter Bier. Kommt man schon mal eine Stunde mit hin. Naja, das ist jedenfalls so eine Bierkalt-Halte-Einrichtung. Und damit geht man dann entweder in die Kneipe deiner Wahl oder halt zur Microbrewery deiner Wahl. Lässt das Ding voller Bier machen. Und dann kannst du dann hier schön Glas für Glas dir das Bier rauszapfen. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal rüber nach Peekskill und schauen mal, ob die Peekskill Brewery offen hat. Und dann holen wir uns mal, was auch immer die gerade auf dem Fässchen haben. Mittlerweile bin ich halt zurück von meinem kleinen Bierhaul und es gab ein kleines Problem. Die Peekskill Brewery, also die lokale Brauerei hier, die haben zwar auf, aber der Schankraum, der Taproom ist zu. Du kannst das Bier da im Moment nur in Dosenform kaufen. Da ich aber gerne mein eigenes Döschen ausprobieren wollte, fällt die Peekskill Brewery oder fiel die Peekskill Brewery damit aus. Aber es gibt auch noch genügend Kneipen, die offen haben und die auch anbieten, wie ich gesagt habe, eben diese Dinger hier zu füllen. Und wir haben auch Essen bestellt bei einer und die haben auch 18 verschiedene Biere on tap. Und da habe ich mir dann ein leckeres Spring IPA ausgesucht und zwar eines der leichteren Sorte mit nur 4, irgendwas Prozent Volumenalkohol. Also ja, und jetzt ist das Ding halt voll und jetzt stellt sich die große Frage, funktioniert das auch so, wie die Werbung das verspricht? Und das probieren wir jetzt mal aus. Also hier oben der Drehknöppel steht auf Stufe 1. Also die Anleitung, die sagt, Stufe 1 ist für Bier und für Apple Cider. Und die Stufe 2, die hat mehr Druck. Die soll man verwenden, wenn man hier irgendwie Sprudelwasser, Cola oder irgendwelche anderen Sachen reintut. So, ich habe hier ein markenfremdes Glas. Das muss ich jetzt mal tun. Entsichern wir mal den Zapfhahn. Glas drunter und Spannung, Trommelwirbel. Brrr. Es fließt, es fließt. Guck mal, wie schön. Hoho. Ja, da kommt Freude auf. Ich will mir jetzt nicht so viel hier rausholen, weil morgen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber morgen hat hier Franks Vlogs auf seinem Kanal einen Talk in den Mai. Also unser altbekannter Vlogger-Stammtisch trifft sich da wieder und wir machen einen kleinen Live-Talk in den Mai.
Und wenn ich sage morgen, dann meine ich mein Morgen, was, wenn ihr das Video jetzt schaut, ja wahrscheinlich euer Heute ist, da, naja, keine Ahnung, bei euch ist ja nur schon mitten in der Nacht. Also am 30.04., wenn auch die Hexen um den Blocksberg fliegen, dann gibt es um 22 Uhr beim Franks Vlogs auf dem Kanal, gibt es diesen Talk in den Mai mit Frank natürlich, der Alltagsvlog ist dabei, Till ist dabei, Murat ist dabei, der Finnbob schaut rein, ich bin dabei und ja, das wird bestimmt eine lustige Angelegenheit. Dafür reserviere ich mir noch ein bisschen von meinem leckeren Bierchen hier. Ich probiere es jetzt mal ganz schnell für euch. Ich möchte jetzt weiter nichts über die Leckerheit dieses Bieres verlieren, weil ihr habt ja eh keine Gelegenheit, das bei euch in Deutschland zu kaufen. Müsst ihr herkommen nach Peekskill. Und da gibt es so leckeres Spring IPA. Ja, das soll es gewesen sein mit meinem netten kleinen Spielzeug von Crawlerwerks. Besondere Grüße gehen übrigens nach Bremen zu meinem Braumeister-Kollegen da, der mich in seinem letzten Video auch nochmal nett erwähnt hat. Und ja, es freut mich einfach. Und Prost nach Bremen an Stefan. Ja, bleibt mir treu, bleibt gesund und schaut morgen oder heute Abend mal bei Franks Vlogs auf dem Kanal zu unserem Talk in den Mai Livestream rein. Cheers, das war's.